Willkommen zurück zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions. Beim letzten Mal sahen wir unsere beiden Finalisten Race Ace und Tiger Shark im ultimativen Kopf-an-Kopf-Rennen um die einzigartige Trophäe. Aber etwas lief schief. Ein Höhleneinbruch hat uns von Race Ace und Tiger Shark abgeschnitten. Es gibt keinerlei Möglichkeit zu wissen, wer gewonnen hat oder ob es den Trucks überhaupt gut geht. Hey, pass auf! Könnte das das Ende bedeuten? Wird die Champions-Trophäe nicht vergeben? Werde ich hier noch einen Job haben? Ach du meine Güte! Hey, Alter, chill mal. Wir haben es fast geschafft. Oh yeah! Alles klar! Bone-Shaker ist zur Stelle! Wir holen euch da raus, Jungs! Was war das denn? Ich war's nicht! Und was war es dann? Vielleicht war es das riesige Sumpfmonster, das gerade hinter dir auftaucht. Etwas sagt mir, dass das hier nicht Teil des Wettbewerbs ist. Nein, aber das da! Es wird Zeit, sich das Ding zu holen! Warte, Tiger Shark! Ich hätte gewinnen können. Wenn du mit gewinnen meinst, dass ein Sumpfkrokodil dich platt macht, dann ja. So, jetzt sind wir quitt. Hallo? Race Ace? Tiger Shark? Wir sind hier, um euch zu retten. Habt ihr die Champions-Trophäe gefunden? Soll ich sie für euch halten? Was ist das da drüben? Oh. Total krass, es ist wie in einer Disco hier drin. Seht mal! Heilige Hot Wheels, Leute! Wir sind kurz davor zu erfahren, wer der wahre Gewinner des Duells ist! Wir können nur erahnen, dass irgendwie, irgendwo Race Ace oder Tiger Shark sich im süßen, süßen Gefühl des Sieges sonnen. Echt, das war's jetzt. Ich würde diesem Riesenkrokodil gerne zeigen, wer das wirkliche 1A-Raubtier hier ist. Dann würde es den Wahnsinn fürchten. Hey! Chance, dass wir dieses Riesenkrokodil nur zu zweit fertig machen können. Wie wäre es mit 8 von uns? Was soll das denn? Ist das ein gigantisches Krokodil? So ist es. Dieses Krokodil hat das Maul wohl ein wenig zu voll genommen. Du bist wahrlich ein Wahnsinnsanblick für meine müden Scheinwerfer. Hey, wo ist die Trophäe abgeblieben? Die große Echse hat sie gefressen. Okay, das reicht. Niemand frisst unsere Trophäe und kommt damit durch. Was für eine dramatische Wendung des Rennens, Leute. Nicht nur, dass die Trophäe von einem gigantischen Reptil gefressen wurde. Auch meine neuen Schuhe sind ruiniert. Werden die Monster Trucks es schaffen, dieses Monster auszumonstern? Wie lautet der Plan, Monster Trucks? Er hat die Trophäe gefressen. Wir müssen sie uns zurückholen. Aber wie? Seht nur, sein Schwanz. Das muss der Grund sein, warum das Krokodil so groß geworden ist. Wenn jemand es schafft, dorthin zu kommen, wird es endlich auf einen würdigen Gegner treffen. Ich mach das, solange ihr mir die hintere Stoßstange freihaltet. Wir müssen ihm etwas Zeit verschaffen. Aber wie? Ich habe eine super Idee, was wir mit diesem Riesenkrokodil machen. Wir nutzen alle Tricks, die wir in Camp Crush gelernt haben. Okay, Leute, so läuft es. Unsere Trucks werden alles geben, was sie können. Und sie werden alle Tricks einsetzen, die sie gemeinsam in Camp Crush gelernt haben. Die große Schlacht hat begonnen!
Alles klar, Monster Trucks. Ihr wisst, wie es läuft. Es geht ab. Los, Hot Wheels! Oh, yeah! Oh, so ein Mist! Wie beim Farbenkampf! Hexe wird vollgeschleimt! Eine Schlammmaske! Gut für die Poren! Und ab geht's! Lebe schnell, krache hart! Zertrümmern und brennen! Dem halt sich ein! Wuhu! Es gibt keinen Kampf! Täuscht mich meine Augen? Diese Trucks ziehen alle Register! Farbenkampf, Truck Darts und jetzt die verrückten Eroberer die Flagge-Tricks! Alles für diese ultimative Herausforderung! Danke, Team! Jetzt ist es Zeit für die Raubtierfütterung! Er hat es geschafft! Tiger Shark ist jetzt mega groß! Fürchte den Wahnsinn! Da ist sie! Sieh sich das mal einer an! Das ist unsere Trophäe! Mega Tiger Shark hat die Trophäe aus dem Krokodil rausgecrushed! Aber hat dieser super große Super Truck das Zeug dazu, das Krokodil zu bezwingen? Es wird Zeit, das Ding zu gewinnen! Fürchte den Wahnsinn! Herrdürchen? Hier ist sie, mein Großer. Du hast sie dir verdient. Wir haben sie alle verdient. Yeah! Aber ich nehme sie gerne, nur um drauf aufzupassen. Das war episch! In all den Jahren, in denen ich zugesehen habe, wie sie Sachen zertrümmern, habe ich, und das kann ich in aller Ehrlichkeit sagen, noch nie gesehen, wie ein Mega-Monster-Truck sich einem massiven Riesenkrokodil entgegenstellt. Dieses Duell geht in die Geschichte ein! So, und jetzt alle zusammen! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Bester Tag ever! Willkommen zurück, ihr Landratten! Hier sind wir wieder! Diese Woche erwarten wir in Tiger Sharks Gewässern wellenbrechende Action! Wir sahen, wie die Monster Trucks die knackige Küste entlang rasten, in der Hoffnung, das verlassene Aquarium zu erreichen, die legendären großen Haie zu sehen und den Champions Cup mit nach Hause zu nehmen. Aber nur vier der Top Trucks schafften es auf den Strand, während die anderen strandeten. Oh, hilft mir mal jemand? Ich stecke hier immer noch fest. Jetzt müssen die Trucks beweisen, dass sie die wildesten, schnellsten und heftigsten im Becken sind. Aber diese zahntastischen Haie werden diese Monster Trucks nicht vom Haken lassen. Aber diese grandiosen Fleischfresser mampfen und stampfen. Wer wird am Ende der Champion und wer zu Fischfutter? Hier ist knallharte Teststrecken, der Weg zum Champions Cup. Wow, hey Bro,
Wo warst du so lange, kleiner Bro? Wie hast du es so schnell über das Haifischbecken geschafft? Das war einfach. Ich bin nur über die wackelige, tückische und taumelnde Brücke gefahren, habe Fallen und Bissspuren vermieden, bin den Rückenflossen ausgewichen und natürlich bin ich auch den hungrigen, großen Haien knapp entkommen. Oh yeah, weiter so! Wir sind geliefert! Kommt schon, ihr Sonntagsfahrer! Los geht's! Fürchte den Wahnsinn! Tiger Shark! Ich komme rüber zu dir, großer Bro! 3, 2, 1, es geht ab! Los, Hot Wheels! Tiger Shark nimmt Anlauf zum Becken, aber er wirkt etwas abgelenkt. Oh, seht euch all diese unglaublichen Haie an! So viele Zähne! Wow, Tiger Shark kriegt eine Haiflosse an die Stoßstange. Mit dem Abgang schockiert der lokale Held Tiger Shark das Publikum und fällt aus dem Wettbewerb. Hey, das ist irgendwie schön. Voll cool. Von hier aus kann ich mir den Haischwarm aus der Nähe ansehen. Hai-Fakten. Ein Schwarm ist nur ein anderer Name für eine Gruppe von Haien. Man nennt sie außerdem Herde, Schule oder Meute. Wow, interessant. Und mit diesem Hai-Informationshappen wird der nächste Truck es mit dem Becken aufnehmen. Mega Rex! Sieht aus, als hätte jemand Absperrungen hingestellt, um die Trucks von der gefährlichen Brücke fernzuhalten. Es wird Zeit, diesen Haien zu zeigen, wie man sich in seiner Beute festbeißt. 3, 2, 1, es geht ab. Los, Hot Wheels! Zertrümmern und fliehen! Das wilde Monster brettert durch die Absperrungen, als wären sie aus Treibholz. Dann schleudert er in ein paar Felsen und weicht so der Haiflosse aus. Okay, er zieht das wirklich durch. Oh, oh, sieht aus, als wäre dieser Fleischfresser in eine der Bissspuren der Haie geraten. Und schon stattet er den Raubtieren einen kleinen Besuch. Mega Rex und diese Haie fletschen gemeinsam eine Menge Zähne im Wasser. Hai-Fakten! Die meisten Haie haben mindestens 5 Zahnreihen, aber der Bullenhai kann bis zu 50 Zahnreihen haben. Es wird Zeit, einige Fossilien rauszufischen und Mega Rex aus dem Becken zu holen. Bei diesem Bart wurde Mega Rex ordentlich durchgeschüttet. Aber er fletscht schon wieder die Zähne und möchte weitermachen. Lasst mich da wieder ran! In der Zwischenzeit versucht Race Ace an der krachigen Küste immer noch vom Baum runterzukommen. Hallo? Kann mir jemand helfen? Hallo, ihr Möwen da oben. Könnt ihr mir runterhelfen? Geht, Möwenkacke! Das hilft mir auch nicht weiter! Ja, jemand soll mich von diesem Baum runterholen! Oh, kein Grund, deine Stoßstange voll zu flätten. Okay, wir brauchen einen Rettungsplan. Five Alarm, was sollen wir tun? Oh, hey, Tiger Sharks großer Bruder. Kannst du Race Ace runterschütteln? Auf! Hör auf! Stopp! Ich glaub, das klappt nicht. Hm, wie wäre es mit noch mehr Wurms? Nein, stopp nicht! Neuer Plan, bitte! Lassen wir die ihr Ding machen. Der nächste am Becken ist Boom Shaker. Die Haie werden wütend. Sie haben Truck geleckt und wollen mehr. Sieht aus, als hätte Mega Rex die großen Haie in einen Fressrausch versetzt. Hai-Fakten! Tigerhaie schlucken Luft, um im Wasser zu treiben, wenn sie nicht aktiv schwimmen. Und ratet mal, wie sie diese extra Luft wieder loswerden. So ist es! Hai-Fürze! Voll der Hammer, Jungs! Dieser Monster-Truck ist bereit für Action! Ja, zertrümmern und zerstören! 3, 2, 1, es geht ab! Los, Hot Wheels! Dieser Bad Boy rauscht durch einen Haufen Straßentrümmer. Er ist unaufhaltbar! Und er weicht der Haiflosse aus. Bone Shaker zieht's durch. Er wird von einem Wasserschwall der um sich schlagenden Haie getroffen. Also eher baden und zerstören. Der Bad Boy erhält eine fette Abreibung. Das sehen wir uns nochmal an. Der Haischwall war dieses Mal schlimmer als ihr Biss. Im Haifischbecken erleidet Bone Shaker Schiffbruch und schafft es nicht rüber. Wird der letzte Truck das gleiche haimäßige Schicksal umschiffen können? Gangster hat es unbeschadet über die krachige Küste geschafft. Aber wird er ein Bad im Haifischbecken vermeiden können? Ein Bad? Aber, dann wird mein wertvoller Schleim ja abgewaschen. Gangster badet nicht. Der schleimige Draufgänger rast geradewegs in den Schwall des Fressrausches. Was für eine Zielstrebigkeit! Ich muss schön schleimig bleiben, ich muss schleimig bleiben. Bloß nicht das werden, kein Bad. Gangster schlingert durch die Schwallzone, die Bone Shaker versenkt hat. Aber kann er der Haiflosse entkommen, die Tiger Shark fertig gemacht hat?
Oh, knapp am Stoßstangenvernichter vorbei. Unglaublich. Nur noch an dem Haibiss vorbei. Gangster hebt mächtig von der Rampe ab. Aber ist es genug? Sein Reifen bleibt an einem Zaun hängen, aber er fällt Richtung Ziellinie. Gangster schafft es auf die andere Seite. Angesperrt! Niemand kann Gangster zwingen zu warten. Doch nicht mal die großen Haie. Haifakten! Einige Haie können sogar aus dem Wasser springen. Das nennt man Haisprung. Weiße Haie können bis zu 3 Meter in die Luft springen. Stellt euch mal das Aufklatschen vor! Sicher, dass das klappt? Wir ziehen den Baum runter und du kannst einfach rausrollen. Danke euch! Ich weiß die Hilfe zu schätzen! Wie stark ist eigentlich dieses Abschleppseil? Herzlichen Glückwunsch, Gangster! Hast du es an den großen Haien vorbeigeschafft und diese Runde der knallharten Teststrecken gewonnen? Danke, danke! Zuerst möchte ich mich bei meinem Schleim bedanken. Was würde ich für eine weitere Runde gegen diese Haie geben? Haifakten! Zu den Beutetieren von Haien gehören Fische, Robben, Wasservögel und in diesem Fall Hot Wheels Monster Trucks! Wie ich schon sagte, möchte ich mich beim Schleim bedanken. Ohne den und ich... unsere Zeit für diese Runde geht zu Ende. Gangsters Entschlossenheit, schleimig zu bleiben, hat ihn an die Spitze der Truppe befördert, während seine Mitbewerber als Fischfutter endeten. Wer aber ist der ultimative Top-Truck, findet es beim nächsten Mal heraus, wenn es heißt knallharte Teststrecken, der Weg zum Champions Cup. Wir sind hier an der krachigen Küste. Tiger Shark bringt die Monster Trucks an den Strand, um die Chance zu bekommen, riesige große Haie zu sehen und den Champions Cup mit nach Hause zu nehmen. Aber bevor sie auch nur einen Blick auf eine Haiflosse werfen können, müssen sie erstmal hier am Strand überleben. Dieser Strand ist alles andere als entspannend. Es gibt Sand, Schiffswracks und eine ganze Menge Crashs. Hier ist knallharte Teststrecken, der Weg zum Champions Cup. Die krachige Küste, wo Reifen auf die Flut treffen. Aber das hören wir uns lieber aus Tiger Sharks Mund an. Moment, Tiger Shark? Das ist mein großer Bruder. Hey, Bro! Hey, kleiner Bro. Willkommen zur krachigen Küste. Seid ihr alle bereit für eine Küsten-Crash-Strecke? Keine Angst, ich kenne diese Küste wie die Rückseite meiner Stoßstange. Natürlich wird das hier kein Strandspaziergang. Aber diejenigen, die es über den brutalen Strand schaffen, erwartet eine Überraschung im verlassenen Aquarium. Im Haifischbecken tummeln sich die mythischen, legendären und mysteriösen Riesenhaie. Was? Die großartigen Riesenhaie sind hier? Du hast gesagt, die gibt's gar nicht. Die muss ich mir ansehen. Erst müsst ihr es entlang der krachigen Küste schaffen, um zu mir zu kommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob deine Freunde oder du das Zeug dazu haben, um nicht am Ende zermatscht zu werden. Wir zeigen es dir, Bro. Das wird ein Spaziergang. Kommt jetzt! Lasst uns mit dem Rennen loslegen und uns diese Haie angucken. Der Erste am Ziel ist ein Spitzenraubtier. Alle anderen sind Halbfutter. Race Ace gegen Mega Rex. Geh mir aus dem Weg, Race Ace. Ich will mit den Haien dort zusammen Zähne fletschen. 3, 2, 1, es geht ab. Los, Hot Wheels. Der Champion rast die Rampe runter. Mega Rex knabbert schon an seinen Fersen. Sie sind an der Rampe. Dieser krasse Dude nimmt eine Auszeit im Baum. Wie peinlich. Gucken wir uns das noch mal an. Wohingegen Mega Rex eine Portion Sand futtert, es aber trotzdem scharf. Zertrümmern und brüllen! Das wilde Monster hat keine Angst, dich dreckig zu machen und holt den Sieg nach Hause. Hey, das ist noch nicht vorbei! Komm schon! Okay, ja, es ist vorbei. Könnte mir mal jemand helfen? Zertrümmern und brüllen! Mega Rex schafft es bis zu den Haien. Bigfoot gegen Gangster. Die beiden Trucks machen sich bereit für die Abwrack-Rennstrecke direkt durch die Küstenmitte. Los jetzt, Bigfoot! Wir gatten jetzt ein! Großartigkeit lässt sich nicht helfen. 3, 2, 1, es geht ab! Los, Hot Wheels! Bigfoot schafft es als Erster durch die Baumreihe. Aber er löst den Notausgang aus. Und Bigfoot taumelt über die Seitenlinie. Juhu.
Monster gewinnt und entriegelt die Abwrack-Rennstrecken-Trophäe. Also, das ist gar nicht gut. Wow, sieht so aus, als hätten sie endlich den schwerfassbaren Bigfoot erwischt. Die lebende Legende endet bei diesem Rennen in einem Netz. Gangster verärgert die lebende Legende, um weiterzukommen. Macht ihr Witze? Gangster hat gewonnen! Du wurdest gegangen! Tiger Shark gegen Demo Derby! Tiger Shark fühlt sich an der Küste wohl und zu Hause in seiner natürlichen Umgebung. Ich werde meinem Bruder zeigen, wer der echte Tiger Shark Drei, ist! 3, 2, 1, es geht ab! Los, Hot Wheels! Tiger Shark rast über die Rampe und schießt durch die Luft! Tiger Shark beißt sich durch das Schiffswrack und fährt weiter! Fürchte den Wahnsinn! Demo Derby springt über die Rampe und verliert die Kontrolle. Wow, was ist das denn? Eine Art Seeungeheuer streckt seine Tentakel aus und holt Demo Derby vom Himmel. Da will man keine Muschel sein. Tiger Shark gewinnt und schafft es über die Ziellinie. Fürchte den Wahnsinn! Und Demo Derby kuschelt mit dem Monster. Ja, hast du das gesehen, Bro? Das schafft nicht jeder. Ihr Haie, ich komme! Yeah, voll nice, kleiner Bro. Tiger Shark nutzt den Heimvorteil, um mit den Haien zu schwimmen. Bone Shaker gegen Five Alarm. Bone Shaker und Five Alarm sind bereit, große Wellen zu schlagen, um herauszufinden, wer mit den großen Haien mithalten kann. Das wird hier kein entspannender Strandspaziergang. Wenn ich das schaffen will, muss ich mich konzentrieren. 3, 2, 1, es geht ab. Los, Hot Wheels! Und sie fahren los. Bone Shaker setzt sich an die Spitze. Habt ihr das gesehen? Beide Trucks schaffen es am Notausgang vorbei, der Bigfoot zum Verhängnis wurde. Das wird da unten ein klassisches Fotofinish. Und Bone Shaker drischt und kracht dem Preis entgegen, während die Verfolgerin Pfeiffer Alarm die Fliege macht. Sie macht einen Sturzflug in einen Haufen Haizähne. Aber sie ist nicht die Einzige, die weggeschleudert wird. Hallo, hallo, wer ist denn dieser gut aussehende Teufel? Ich sehe in Zeitlupe echt gut aus, wenn ich ehrlich sein soll. Bone Shaker ist der vierte und letzte Truck, der es bis zum Haifischbecken schafft. Zertrümmern und zerstören! Die krachige Küste hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Race Ace liegt fest, Bigfoot sitzt in der Falle und Demo Derby ist schiffbrüchig. Aber der Rest der Hot Wheels Monster Trucks krachte, schmetterte und pflügte sich durch und ist dem verlassenen Aquarium und den legendären großen Haien darin ein Stück näher gekommen. Sie haben die Chance, den Cup zu gewinnen. Seid wieder dabei, wenn diese Trucks Stoßstange an Flosse mit großen Haien schwimmen. Bis dann, das war knallharte Teststrecken. Der Weg zum Champions Cup. Yeah.
in Camp Crush. 100 Meilen tückisches Gelände, unmögliche Stunts und irre Hindernisse. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur Hot Wheels Monster Trucks Champions Trophäe. Die Trophäe gehört mir. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Herausforderung angenommen. Gewinnt bis zum Ende des Sommers 3 Abzeichen, die euch den Einzug in den Champions Cup ermöglichen. 3 Abzeichen? Das ist einfach. Das glaubst auch nur du. Fürchte den Wahnsinn. Diesen Sommer gibt es 3 Zerstörungsherausforderungen, bei denen man Abzeichen gewinnen kann. Zuerst der Farbenkampf. Beschießt die Trucks mit Farbe, um sie aus dem Wettkampf zu kicken. Der letzte saubere Truck gewinnt. Also, worauf wartet ihr? Es geht ab! Los, Hot Wheels! Nun, los. Das heißt, es geht los! Es wird Zeit für den Farbenkampf! Gewinnt Abzeichen für Stil, Geschick und natürlich Zerstörung! Lasst uns anfangen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Endlich! Ich habe den ganzen Winter in der Garage gesteckt. Ich kann es kaum erwarten, diesen Trucks einen neuen Anstrich zu verpassen. Nicht so schnell, Race Ace. Schnell zu sein ist aber voll mein Ding. Lebe schnell und lass es krachen. Kein Entkommen. Herausforderung angenommen. Tolle Moves! Unser wilder Künstlerabzeichen für herausragenden Stil und verrückte Manöver geht an Race Ace! So sieht's aus! Keine Zeit zum Angeben, Race Ace! Könnte mir mal jemand helfen? Ich liebe den Farbenkampf. Ich war aber noch nie sehr gut darin. Aber dieses Jahr wird alles anders. Ich habe einen neuen Plan. Geduld, Moonshaker. Hab nur Geduld. Verdreschen und zertrümmern! Oh, oh. Es geht ab! Los, Hot Wheels! Oh yeah! Das könnte tatsächlich funktionieren. Ich könnte gewinnen. Ich bin ein Genie. Das läuft ja prächtig. Pass auf, Bigfoot. Ich komme. Hey, wo steckst du? Oh, da bist du ja. Jetzt komme ich. Beim Farbenkampf geht es um die Kunst der Illusion. Ich bin Bigfoot, also? Ja, ich bin echt gut. Hey! Wo bist du hin? Oh. Ich hatte ihn fast. Vielleicht nächstes Jahr. Camp Crush ist das Beste. Du kannst Sachen zerschmettern und auf Sachen draufhauen. Oh, und auf Sachen draufknallen. Das mag ich auch. Ich liebe das Camp. Zertrümmern und brüllen. Und damit hat sich Mega Rex das endgültige Zerstörungsabzeichen verdient. So läuft das.
Also das ist ein ganzer Sommer voller Zerstörung. Was kann man daran nicht mögen? Was ist der Farbenkampf? Du wurdest angeschleimt. Oh, Farbenkampf. Jetzt hab ich's. Kommst du drauf? Angeschleimt! Ich bin Gangster. Ich wurde hierfür gemacht. Das Gewinnerabzeichen ist so gut wie meins. Nur noch ein Truck übrig. Hier, Bigfoot. Komm raus, wo immer du auch. Aha! Mach dich bereit, angeschleimt zu werden, mein Kleiner. Was sagtest du noch gerade über Anschleimen? Ich wurde angeschleimt. Okay, also ich schätze, man könnte sagen, ich bin sehr gut. Okay, versammelt euch. Gute Arbeit da draußen heute, ihr alle. Aber Bigfoot ist in diesem Sommer der Farbenkampf-Champion. Oh. Es geht ab. Los, Hot Wheels. Jetzt lasst uns mal sehen, wie die anderen sich geschlagen haben. Wer noch kein Abzeichen hat, sollte sich besser anstrengen. Nur noch 2 Runden. Morgen kämpft ihr gegeneinander bei den Truck Darts. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Willkommen zurück in Camp Crush. Bei unserer letzten Zerstörungsherausforderung haben unsere Trucks eine K.O.-Runde Farbenkampf überstanden. Bigfoot eroberte dabei den ersten Platz. Mal sehen, ob sie heute Camp Crushs bisher größten Knaller bewältigen können. Auf einem Kollisionskurs, auf dem es Stoßstange an Stoßstange und Truck gegen Truck geht. Los geht's! Es wird Zeit für ein bisschen Action! Ja! Okay, hört mal zu! Es wird Zeit für die zweite Zerstörungsherausforderung, bei der ihr euch einen Platz im Hot Wheels Monster Trucks Champions Cup sichern könnt! Passt auf! 2 Trucks werden die Rampen runterschießen, in die Luft fliegen und direkt ineinander krachen! Wir werden sehen, wer geschickt genug ist, in der Nähe des Ziels zu landen und dort seinen Platz zu behaupten. Legen wir los! Tiger Shark ist richtig stark! Nicht so schnell! Das hier ist mehr als das typische Gerangel mitten in der Luft. Unter euch ist eine Zielscheibe. Der Truck, der der Mitte am nächsten kommt, kriegt das Abzeichen. Ich hoffe, die Zielscheibe ist feuerfest, denn bei mir wird es ganz heiß. Ich hoffe, ihr habt eure Ersatzreifen dabei. Denn bei dieser Herausforderung geht es um Technik. Lasst uns anfangen! Yeah! Ich schnappe gerne ordentlich Luft, bevor ich über meine Beute herfalle. Passt gut auf, das hier wird ein großes Fressen. Als erstes haben wir 2, die es aufeinander abgesehen haben. Race Ace gegen Gangster. Bereit, angeschleimt zu werden, alter Freund? Ha! Herausforderung angenommen. Obwohl ich glaube, dass dich zu schlagen keine große Herausforderung ist. Auf die Plätze! Fertig! Krachen! Ja! Juhu! Dieses Abzeichen gehört mir! Ja. Ups, entschuldige, alter Freund.
Also, so wird ein alter Zwist ausgetragen. Race Ace gewinnt sein erstes Abzeichen. So macht man das. Schalten wir zur Crush-Kamera, um das nochmal zu sehen. Beide Trucks fliegen los. Es sieht aus, als wären sie beide gleich stark. Aber Race Ace vollführt eine beeindruckende 360-Grad-Drehung, gewinnt die Überhand und schickt Gangster in die Baumwipfel. Kann mir jemand helfen? Als nächstes der ultimative Kracher zwischen einem Raubtier und einer Legende. Tiger Shark und Bigfoot, ihr seid dran. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Ich bin Bigfoot und normalerweise bin ich am besten auf festem Boden und nicht in der Luft. Aber wer könnte einen Loop verschmähen? Auf die Plätze! Fertig machen! Krachen! Wuhu! Fürchte den Wahnsinn! Oh oh! Wow! Oh! Hey! Oh, oh, oh! Wahoo! Yeah! Ich schätze, wir wissen jetzt, wer das Biest zu Lande, im Wasser und in der Luft ist. Tiger Shark erkämpft sich Abzeichen Nummer 2. Wahoo! Und Tiger Shark wird Erster mit seinem klassischen Heizahnbiss. Die Funken sprühen bei der Kollision dieser Megamaschinen. Tiger Shark nutzt seine Bisskraft, um Bigfoots zerstörerischen Attacken auszuweichen und im Ziel zu landen. Sehen wir uns die Tabelle an. Wer steht oben und wer muss noch ein wenig aufs Gas treten, um die Zerstörungsabzeichen zu ergattern? Race Ace und Tiger Shark sind dem Champions Cup einen Schritt näher gekommen. Wir kommen zurück zur Rampe. Demo Derby, Mega Rex, rein mit euch. Soll ich mich etwa fürchten? Also bitte, versteht mich nicht falsch. Dinos Gebrülle ist schon krass, aber es geht ums Smartsein, nicht ums Hartsein. Ha! Du willst dieses Abzeichen? Dann zeig, was du kannst und hau drauf! Perfekt! Genau in die Mitte! Demo Derby holt sich Abzeichen Nummer 3 und ein Bonusabzeichen für die Zielgenauigkeit. Wer kann das toppen? Demo Derbys verrückte Drehungen verwandeln Mega Rex in ein Mega Wrack. Sie bot ihm die Breitseite und schickte den Dino mit voller Wucht ins Abseits. Das Einzige, was Mega Rex heute zerstört, sind Äste im Bau. Du auch, hä? Lasst uns noch mehr krachen! Woohoo! Was ist weiß und rot und verliert diese Runde gegen Boneshaker? Du! Deine Flammen werden gelöscht. Pass nur auf! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Jetzt wird's heiß! Verdreschen und zertrümmern! Wow! Da fliegen ja die Funken! Sehen wir noch eine zweite Punktlandung? Nicht, wenn ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Hey! Ja! Ah! Und Boneshaker nimmt Abzeichen Nummer 4 mit. Juhu! Ja, ja, ja. Fahr nicht gleich zurück zur Feuerwache, Pfeifalarm. Dieser Trick mit der Wasserkanone ist genau die kreative Zerstörung, die wir im Champions Cup brauchen. Du hast dir ein Bonusabzeichen für besonderen Stil verdient. Ich habe zwar nicht das Ziel getroffen, aber es fühlte sich gut an, Boneshaker nass zu machen. Das war's mit Truck Darts. Schauen wir uns die Tabelle an, um zu sehen, wer führt. Race Ace, Boneshaker und Demo Derby führen das Feld an. Aber uns steht noch mehr Zerstörung bevor.
noch eine Camp Crush-Herausforderung steht aus. Erobere die Flagge. Morgen werden wir sehen, wer es drauf hat, es mit der Blast Station aufzunehmen. Schnallt euch an, Leute. Die Fahrt wird ruppig. Willkommen zurück beim Hot Wheels Monster Truck Special. Knallharte Teststrecken. Die Straße nach Camp Crush. Hier an der Mega Rex Dino Schlucht treten drei Biester aus prähistorischer Zeit gegen Monster Trucks aus der heutigen Zeit an. Nichts kann ein Dino schlagen. Ihr habt keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Wow. Boah. Bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen bergab werden die Monster Trucks herausfinden, wer das Zeug dazu hat, in Camp Crush zu bestehen und wer ausstirbt. Es geht um Gebrüll gegen Gebrumm, Zähne gegen Zunder. Dinosaurier gegen stinksaure Verlierer. Diese Rennstrecke ist teuflisch, brutal, brandgefährlich und man kann dabei draufgehen. Mal hören, was unsere Trucks dazu sagen. Herausforderung angenommen. Hier ist knallharte Teststrecken. Die Straße nach Camp Crush. Zertrümmern und brüllen! 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 Okay, ein paar Dinos trampeln über die Piste. Die Party kann losgehen! Runde 1. Mega Rex gegen Gangster. Das ist mein Revier, Gangster. Der einzige Schleim, den es hier gibt, ist der in der Teergrube. Was sagst du da über Schleim? Werft mal einen Blick auf diese Sandpiste da. Hier überleben nur die Härtesten. Auf geht's. Los, von hier. Boah! Um ein Haar hätte der Dino sie platt gemacht. Ein Dino-Knochen donnert gegen Mega-Rex Stoßstange. Der Truck überschlägt sich, aber er gibt sich noch lange nicht geschlagen. Mega-Rex gewinnt. Er zeigt den Dinos, was für ein harter Hund er ist. Mal sehen, was aus Gangster geworden ist. Hey, wer lässt seine Eier hier einfach rumliegen? Gangster kracht volles Brett in die Dino-Eier. Und wie sagt man so schön? Willst du dieses Rennen machen, musst du auch in Eier krachen. Mega-Rex schlittert förmlich über die Ziellinie. Ah, na dann, Bro, schlag ein, Dino-Lein. Mega-Rex haut Gangster aus dem Rennen und schafft es in die nächste Runde. Zertrümmern und brüllen. Runde 2. Demo-Derby gegen Race Ace. Diese Dinos sollten nicht vergessen, ich habe den ersten Platz erfunden. Weniger quatschen, mehr rocken. Auf geht's, los, Hot Wheels. Jahaha! Demo Derby verlässt die Rennstrecke und versucht es über den Dino-Schädelabhang. Aber ihr Reifen hängt fest und sie überschlägt sich. Während Race Ace am Gestampfe vorbei über die Ziellinie rast und es in die nächste Runde schafft. Was für eine Drecksgrube. Oh, guck doch mal, der ganze Schleim. Demo Derby hatte echt Glück. Dieser blöde Schädel hat mich rausgekickt. Jetzt weg mit dem Teer, der Sieg muss her. Gewinnen ist voll mein Ding. Und nun geht es wohl um Tempo gegen Knorren. Wenn Race Ace gleich zusammen mit Mega Rex zum Dreierkampf antritt. Aber wer ist noch dabei? Das finden wir raus in Runde 3. Five Alarm gegen Bone Shaker. Okay, konzentrier dich. Immer schön zwischen den Dino-Beinen durch. Auf geht's! Los, Hot Wheels! Die Trucks rasen auf den stampfenden Dino zu. Schaffen sie es, an ihm vorbeizukommen? Konzentrier dich! Und jetzt! Hey, aufpassen! Autsch! Bone Shaker kriegt einen Tritt vor die Stoßstange. Und Five Alarm nimmt den Sieg mit nach Hause. Oh, das war wohl ein bisschen zu stressig für dich, Bone Shaker. Moment, wo steckt Bone Shaker denn? Nächstes Mal schaffe ich es. Oh.
geht ihm bestimmt gut. Wow, ein Fossil! Hau rein! Mal sehen, ob hier noch mehr davon rumliegt. Ich trainiere lieber noch ein bisschen an der explosiven Garage, um fit für Camp Crush zu sein. Damit ich überall durchcrushen kann, egal was auf mich zukommt. Fürchtet euch vor dem Wahnsinn! Okay, gleich nochmal! Gut gemacht, Tiger Shark! Du weißt ja die beste Art, nach Knochen zu buddeln, bis sich durch den Dreck zu kämpfen! Jetzt wird's heiß! Drei Trucks haben es in den Dreierkampf geschafft. Aber wer nimmt den Sieg mit nach Hause und kann im Camp Crush Rennen antreten? Was für ein Dino-Tag! Dino-Eier haben Gangster voll ausgebremst. Race Ace hat Demo Derby in die Steinzeit zurückbefördert. Und Five Alarm hat aus Bone Shaker ein Fossil gemacht. Die Trucks, die überlebt haben, müssen zum Dreierkampf antreten, damit wir rausfinden, wer das Zeug hat, es ins Camp Crush zu schaffen. Seid gespannt auf die nächste Folge von Knallharte Teststrecken. Die Straße nach Camp Crush. Willkommen zurück, Zertrümmerer und Zerstörer, zum Hot Wheels Monster Truck Special. Knallharte Teststrecken, die Straße nach Camp Crush. Das Zerstampfen geht wieder los in der Mega Rex Dino Schlucht. Unsere drei Finalisten, Mega Rex, Race Ace und Five Alarm, sind bereit, sich in die vierte Runde unseres Dreierkampfes zu stürzen. Wer wird gewinnen? Und wen machen die Dinos platt? Und diese prähistorischen Fallen sind nur ein Vorgeschmack auf das, was die Trucks erwartet, wenn sie nach Camp Crush durchkommen. Hier ist Knallharte Teststrecken, die Straße nach Camp Crush. Meine Gegner haben nicht den Hauch einer Chance auf diesem prähistorischen Gelände. Runde 4. Mega Rex gegen Race Ace gegen Five Alarm. Wer als letzter unten ist, fliegt raus. Yeah! Die Dinos sind abgehauen, aber haben ein paar monstermäßige Fußabdrücke hinterlassen. Aus denen kann man perfekte Rampen machen und perfekte Gruben für dich, Mega Rex. Ich muss mich nur konzentrieren und diese Krater umfahren. Auf geht's! Los, Hot Wheels! Steinschlag! Diese Dinos haben offenbar eine Lawine losgetreten. Da kommt was! Ich muss schneller sein! Vorsicht! Den Brocken ausweichen und jetzt wenden! Wow, das war knapp! Fast geschafft! Wow, 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 wow! Au! Wow! Das gucken wir uns nochmal an! Wow! Sieht so aus, als wäre Race Ace raus! Mega Rex und Five Alarm weichen den Brocken aus und rutschen über die Ziellinie! Werfen wir mal einen Blick auf die ausgeschiedenen Trucks. Hat Bone Shaker noch mehr versteinerte Knochen bei der explosiven Garage entdeckt? Wie läuft's denn so, Bone Shaker? Fossilien auszubuddeln ist einfach. Du musst nur draufhauen und wühlen. Oh, das mag ich. Keiner legt sich mit dem Top-Fleischfresser an. Den Sieg fest im Blick. Finale Runde. Five Alarm gegen Mega Rex. Sieht so aus, als würden ein paar Pterodaktylen mitmischen wollen. Dino-Kacke? Echt jetzt? Verkneift euch das gefälligst, ihr Pterodaktylen. Haha, achte auf dein Reißen, Profi. Wer wird das letzte Rennen gewinnen? Der zielgerichtete Feuerwehrtruck oder der entschlossene Dino? Auf geht's! Los, Hot Wheels! Auf der Piste kommt's zu einer prähistorischen Kacke-Attacke. Kommen die Trucks dagegen an? Mega Rex kriegt eine ordentliche Portion ab. Schafft es aber irgendwie, die Spur zu halten. Dicht gefolgt von Five Alarm. Das war ein Volltreffer. Mega Rex hat's verkackt und endet im Krater. Wenn Five Alarm vorbeizischt, um den Sieg zu kassieren.
Echt jetzt, Dinos? Ihr solltet mir doch beim Gewinnen helfen, aber nicht so. Egal, wie heiß es bei diesen Wettkämpfen auch hergeht. Du musst lernen, immer schön cool zu bleiben. Nice, ein Fossil. Hey, Pfoten weg, ja? Was ist das? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Was gibt's denn da zu glotzen? Ach, Mega-Rex! Mit Konzentration und kühlem Kopf hat Five Alarm die Dinos geschlagen und ist dem Sieg in Sachen Camp Crush Woohoo! Ein ganzes Stück näher gekommen. Woohoo! Jetzt wird an der explosiven Garage abgefeiert. Genug konzentriert, jetzt lassen wir es crushen. Woohoo! Und Abflug! Woohoo! Und Abflug! Nach einem langen Wettkampftag entspannen sich alle Trucks an der explosiven Garage und tun das, was sie am liebsten tun. Sie lassen's krachen. Guckt euch das an! Au! Jetzt zeige ich euch mal, warum ich der Supertruck von Camp Crush bin. Diese Monster-Trucks trainieren unermüdlich für die nächste Herausforderung. Wer außer ihnen hat es dermaßen drauf und kann sich Camp Crush stellen? Das zeigen wir euch, wenn es wieder heißt, knallharte Teststrecken, die Straße nach Camp Crush. Willkommen zurück, ihr Zerstörungsteufel, zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions! Uns trennt nur noch ein Rennen von der Verleihung der Siegertrophäe. Beim letzten Mal haben sich unsere vier Finalisten-Trucks ihren Weg durch den Megaberg und durch krokodilverseuchte Gewässer gekracht und gecrashed. Daraus gingen unsere zwei letzten Wettbewerber hervor. Tiger Shark und Racey! Oh yeah! Diese zwei Titanen werden sich ein kompromissloses Kopf-an-Kopf-Rennen zur Gewinnerhöhle liefern. Der Erste, der seine Reifen ins Ziel bringt, gewinnt die begehrte Trophäe. Oh, einfach ein Rennen den gefährlichsten Berg der Welt hinab durch eine Höhle mit herabkrachenden Brocken? Ist das alles? Herausforderung angenommen! Yeah! Ja, 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 ja. Ja. Ab geht's, Mensch! Mach ihm ordentlich Feuer unter dem Hintern und hol die Trophäe! Grrr, los, Tiger Shark! Zeig diesen Trucks, was ein echtes Raubtier drauf hat! Es ist soweit, Leute, das finale Rennen des Duell der Champions! Auf die Plätze, fertig, los! Ja! Na, großartig! Schnell, aber nicht fürchte den Wahnsinn schnell! Weißt du, welcher mein Lieblingshai ist? Hä? Weiß ich nicht. Welcher? Ja! Der Behämmerthai! Okay, ich geb's zu. Das war ein guter Witz. Großartiger Gangwechsel, Leute! Race Ace wird seinem Namen gerecht und geht in Führung. Kann Tiger Shark ihn einholen oder war es das?
Na, ganz toll. Der Wahnsinn! Habt ihr das gesehen, Leute? Tiger Shark zeigt uns wirklich, wie es gemacht wird. Wenn ihr mich fragt, ist das kein Wettbewerb mehr. Race Ace hat das im Sack. Nein, nein, nein. Tiger Shark hat dieses 1A-Raubtier-Ding in sich. Und seht euch doch nur seine Streifen an. Ich glaube, du checkst es nicht, Rex. Los, Streifen, los! Friss meinen Staub, Race Ace! Nur in deinen Träumen, Tiger Shark! Mach dein Rad da weg! Oh oh, ich wusste ja, das wird ein enges Rennen, aber das hier ist schon lächerlich! Was geht denn hier ab? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Hülle stürzt gleich ein! Hab ich gewonnen? Kannst du vergessen, ich hab gewonnen! Wo ist denn jetzt die Ziellinie? Das ist wohl eine Felswand. Ich sehe gar nichts hier drin. Hey, was ist das? Ich glaube, mir kommt da eine Idee. Hey, wie geht's jetzt weiter? Wer hat gewonnen? Na also, ich glaube, die wurden platt gemacht. Ich nehme gern die Champions-Trophäe an ihrer Stelle entgegen. Ich glaube, die stecken fest. Los, Leute, es wird Zeit, das zu tun, was wir am besten können. Wir lassen es krachen. Ja, jetzt geht's voll ab. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich sehe noch wilder aus als vorher. Wow, guck mich mal an. Und mit diesem leuchtenden Zeug können wir sogar sehen. Ich glaube, da vorne ist was! Alles klar! Es wird Zeit, das Ding nach Hause zu holen! Hey, Moment mal, die Trophäe gehört mir! Leute, das ist der Wahnsinn! Diese Monster-Trucks lassen es bis zum Schluss krachen, während sie daran arbeiten, die Felsen wegzuräumen! Wer wird das meiste Geröll wegballern? Wer bringt die Höhle zum Einsturz? Wer wird... Mit wem redest du da? Diese Trophäe wird mir gehören! Oh ja! Oh nein! Neue Farben. Seltsam, aber irgendwie auch voll der Hammer. Heiliges Getriebe, war's das? Ist dies das Ende des Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions? Wird Race Ace und Tiger Shark ein schreckliches Schicksal erleiden? Wer nimmt die Champions-Trophäe mit nach Hause? Und werden wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen? Los! Lasst eure Achsen sprechen! Wir versuchen es ja! Oh. Willkommen zu einer neuen Folge des Hot Wheels Monster Truck Specials! Knallharte Teststrecken, die Straße nach Camp Crush! Heute fechten es die Trucks auf Demo Derbys Schrottplatz aus! Dort werden unsere Monster entweder zu Champions oder zu Schrott! Der Motorbys Schrottplatz ist rappelvoll mit Zeug, das wir auf die Trucks werfen können, um sie fit für Camp Crush zu machen. Gigantische Gefahren, haushohe Hindernisse,
fiese Fallgruben und, habe ich schon die Abrissbirne erwähnt? Okay, jetzt sind wir in meinem Revier. Zerstörung und Chaos, zertrümmerte Autos und zertrümmerte Träume. Welcher Truck hat das Zeug, es bis nach Camp Crush zu schaffen? Auf ins Rennen! Hier ist knallharte Teststrecken. Die Straße nach Camp Crush! Es geht doch nichts über einen kleinen Heimvorteil. Willkommen auf meinem Schrottplatz. Ja! Yeah. Oh ja! Wow! Viel Glück allerseits. Ihr werdet es brauchen. Solange es eine Ziellinie gibt, gibt's nur einen Gewinner. Race Ace! Die heutige Aufgabe ist einfach. Ihr rast die Rampe runter, springt über den Graben und landet auf der anderen Seite. Und passt auf die Abrissbirne auf! Was war das eben? Ach nichts. Der erste Truck, der es auf die andere Seite schafft, gewinnt. Das ist alles ein kleiner Hüpfer aus dem Weg. Zerschlagen und zerschmettern. Auf geht's. Los, Hot Wheels. Sie schleudern und schlängern abwärts im Kampf um die Spitzenposition. Alle rasen auf die Ziellinie zu. Bigfoot und Five Alarm kommen ins Schleudern, aber bleiben trotzdem in der Spur. Aus dem Nichts katapultiert die Abrissbirne Race Ace ins Aus. Race Ace kracht voll in die Schrottautobarriere. Aber die Abrissbirne hat noch mehr vor. Autsch! Bone Shaker bricht durch die Ziegelmauer und wird bis zur explosiven Garage geschleudert. Aber Moment mal, da ist noch mehr Chaos. Aufgepasst! Der Motor wie überschlägt sich und landet in einem Reifenturm. Hey, die Einzige, die mich auf meinem Schrottplatz in die Reifen schleudert, bin ich selbst. Währenddessen trainieren die Trucks unter vollem Einsatz an der explosiven Garage, um die Abrissbirne zu schlagen und um das Tempo zu steigern. Aber reicht das? Wir werden sehen. Hi, Demo Derby. Party an der explosiven Garage. Los, Bigfoot! Mach sie fertig! Okay, aufgepasst. Bigfoot schießt in die explosive Garage. Guckt mal, wie die Schrottautos fliegen. Er hat gute Karten, die Abwärtsjagd zu gewinnen. Blöde Abrissbirne. Ich verwandle sie in einen Haufen Abrissstaub. Lass mich das machen. Lass mich das machen. Der ehrgeizige Megarex schaltet Bone Shaker aus. Diese Monster Trucks sind alle heiß darauf, die Abrissbirne platt zu machen. Jetzt pass mal auf, Megarex. Lass mich das machen. Ich werde die Abrissbirne abreißen. Zertrümmern und brüllen! Ich lasse diesen Schrott die Strecke runterrollen und dann hat die Abrissbirne genug, womit sie sich beschäftigen kann. Auf geht's! Los, Hot Wheels! Zertrümmern und brüllen! Megarex schmeißt zusätzlichen Schrott und Reifen auf die Abwärtspiste, um der Abrissbirne Schwung zu nehmen. Autsch! Wir sollten sie den Abriss-Asteroiden nennen, weil sie gerade den Dino ausgelöscht hat. Megarex und sein Schrott machen den Abflug. Autsch! Aktueller Zwischenstand? Monster Trucks 0. Abrissbirne? Eine Menge. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich bin nur eine harmlose kleine Abrissbirne. Sieht so aus, als ob Tiger Shark versuchen will, die Abrissbirne mit einer Tarnung zu überlisten. Ganz schön ausgekocht, dieses Spitzenraubtier. Aber wird die Abrissbirne auf diesen Trick reinfallen? Finden wir's raus. Okay, Abrissbirne. Fürchte den Wahnsinn. Oh-oh, Megarex hat noch ein bisschen Schrott auf der Piste vergessen. Auf geht's, los, Hot Wheels. Los, los, los! Doch die Tigerstreifen-Abrissbirne bahnt sich ihren Weg durch den Schrott. Oh Mann, wie konnte die Abrissbirne meine Tarnung bloß durchschauen? Ein handfester Treffer fegt Tiger Shark hinweg. Das Training an der explosiven Garage war hart. Ja, aber vielleicht hilft es uns dabei, die Abrissbirne abzureißen. Wo ist eigentlich Tiger Shark? Yummy, yummy. Popcorn! Oh nein!
Sieht aus, als würde die Abrissbirne den Trucks einen destruktiven Thermo-Derby-Downhill-Dämpfer verpassen. Sag das 10-mal schnell hintereinander. Was werden unsere Monster-Trucks jetzt tun? Werden sie es schaffen, die Abrissbirne zu besiegen? Oder wird sie weiterhin ihre Pläne zerschmettern? Findet es raus in der nächsten Folge von Knallharte Teststrecken. Die Straße nach Camp Crush.